Du sagst, du kennst den Weg und trotzdem laufen wir im Kreis. Wieso warten wir nicht auf meinen Bruder? Deswegen, kleine Lady. Außerdem knurrt dein Magen ziemlich laut. Und alle Essensvorräte sind im Keller. Mein Magen knurrt überhaupt nicht. Dann muss es wohl meiner sein. Moment. Gleich fällt mir ein, wo wir lang müssen. Ja, hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Silence. In der letzten Folge haben wir erfolgreich die Brücke gesprengt, weil die Sucher unterwegs waren, um uns zu suchen, sag ich mal. Ja, jetzt ist hier ein Szenenwechsel. Der große Berg hier und die kleine Maus sind hier jetzt gerade in einem Wald, wie wir sehen. Und das ist eine ganz neue Szene. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was wir hier jetzt machen können. Wir fangen am besten gleich einmal hier vorne an, dass wir hier, okay, wir können hier anscheinend gar nichts machen. Ah, fleischfressende Pflanze. Oh, schau mal, der arme Vogel. Das ist Horus, der Botenvogel vom alten Janus. Hol ihn schnell raus aus dem Ding. Das ist eine Karnivore, eine fleischfressende Pflanze. Egal, hol ihn raus. Na komm her, du alter Herumtreiber. Oh nein, jetzt hat sie dich auch erwischt. Keine Sorge, die Verdauungssäfte brauchen eine Weile, bis sie zersetzend wirken. Oh je! Halb so schlimm. Ich habe davon gelesen, wie man den Prozess unterbrechen kann. Es muss mir nur einfallen. Egal, ich mach's kaputt. Lass meine Freunde los. Du sollst sie loslassen. Ja. Ach so, okay. Ja gut, boxen wir das Ding einfach mal eine Runde. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. So beißt sie nur fester zu. Oh. Nicht, dass das weh tut. Meine Hand fühlt sich schon ziemlich taub. Blumen sind ja so gemein. Ja, fragt Sam, was er über die Pflanze weiß. Erinnere dich an den Tag, an dem du Blumen gegessen hast. Fragen wir mal das Sinnvollste. Du hast gesagt, du hast etwas über diese Pflanzen gelesen. Ist es dir wieder eingefallen? Naja, die Verdauung kann Tage dauern. Was noch? Sie können auch Knochen vollständig zersetzen. Was noch? Sie vertragen Bitterstoffe nicht. Was passiert dann? Sie spucken sie wieder aus, denke ich. Wir machen uns super ekligen Bittersaft. Genau, entweder wir machen uns jetzt super ekligen Bittersaft oder wir warten einfach, bis seine Hand soweit zersetzt ist, dann kommt er doch auch frei, oder nicht? Gut, dann, ne, die fleischfressende Pflanze treten bringt, glaube ich, auch nichts. Stöpsel? Dieser Stöpsel. Nicht rausziehen, bitte, sonst entweicht Giftgas. Was? Eine Art Sumpfgas, eine Mischung aus giftigen Fäulnisgasen und brennbarem Methan. Na sowas. Puh, alles klar. Der sieht eher verrückt aus als verbittert. Naja, verrückt. Lässt sich drüber streiten? Ist das etwa ein Grabstein? Naja, ja. Ist da jemand im Sumpf versunken? Und was bedeutet das Zeichen? Sowas wie ewige Liebe, glaube ich. Gut, hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Könnten in den Knochen da Bitterstoffe drin sein? Unwahrscheinlich.
Das war ein Myodonto, kein Pflanzenfresser. Ach, guck mal, wir können an den Pilzen rumlecken, oder was? Ob die bitter schmecken? Wow. Jawohl, noch keine 10 Jahre alt und wahrscheinlich schon super stoned gerade. Nee, an den Pilzen lecken wir jetzt nicht weiter rum. Nicht, dass die kleine Maus da noch umkippt. Ein großes Skelett hatten wir, die Pilze hatten wir. Ach, guck mal, hier sind noch Beeren, die wir gucken können. Diese Beeren schmecken nicht bitter, sondern ganz doll lecker. Nom, nom, nom. Was machst du da? Nicht einfach irgendwas essen. Könnte giftig sein. Das fragt Noah auch immer. Willst du auch welche? Also... Mund auf! Hey, du kannst ja super gut werfen, kleine Lady. Stimmt. Ja, die Rini hat's echt drauf. Aber wir sind hier immer noch nicht weitergekommen. Ich denke mal, wir werden... Ne, das ist das große Skelett, das hatten wir schon geguckt. Durch die Wurzeln. Vielleicht finde ich da drin was Bitteres. Rini, geh lieber nicht so weit weg, hörst du? Nein, nein. Bleib hier, kleine Lady. Ja, ja. Hier finde ich bestimmt was Bitteres. Ja, dann wollen wir uns hier jetzt mal umschauen. Was ist das hier jetzt? Eine Honigtauzecke. Oh, wer bist du denn? Ups, du brauchst doch keine Angst zu haben. Hallo, Sum. Ich bin Rini. Und du? Tschüss, Sum. Ja. Wenn du Noah siehst, sag ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Genau. Dir geht's gut, aber du hättest fast diesen heißen Honig abbekommen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt dran lecken könnten. Da verbrennt man sich die Zunge. Ja, dann lass die Finger davon. Dann schauen wir mal weiter. Großer Schädel. Der hat aber, glaube ich, nichts mit dem Skelett drüben zu tun, ne? Sieht wie ein Fisch aus. Und schmeckt auch so. Ja, das ist doch echt ein bisschen eklig. Die Rini leckt hier jetzt an allem, was nicht nied- und nagelfest ist. Nehmen wir mal das Moos. Das Moos ist vollgesaugt mit Wasser. Wabbelt und schmeckt irgendwie super eklig. Aber kein bisschen bitter. Oh, gut. Da können wir zurück. Sonst ist hier großer Schädel, Moos... Heißer Honig. Was ist das? Maske? Besser nicht. Hey, was ist das? Hallo? Ist da jemand? Komisch. Gut, das scheinen die Masken der Sucher zu sein. Jetzt sollen wir an der Teergrube lecken, oder was? Vielleicht ist das eine Pechgrube. Sieht ja aus wie flüssige Lakritze. Und schmeckt noch viel schlimmer. Boah, also deinen Magen möchte ich haben. Das ist ja... Ah! Komme ich gerade gar nicht drauf klar, dass sie hier echt alles... Okay, das wäre jetzt FSK 18, also lass ich mal die Sprüche gerade. Dann schauen wir uns mal den Bärenstrauch an. Noch mehr Beeren. Ich finde, die sehen viel bitterer aus als die anderen. Schrecklich super bitter. Die hole ich mir. Ich muss mir nur noch schnell eine Brücke bauen. Ansonsten müsstest du nämlich dreimal so lang sein.
Jetzt können wir die Masken angucken. Das hat doch bestimmt irgendwas zu sagen. Daraus baue ich mir was. Ja. Nein. Immer noch nein. Eine Tuschelbrücke. Niemals. Und jetzt schütteln wir den Busch. Oh ne, wir müssen erst nur die Brücke. Ich probier's trotzdem. Hört doch mal auf zu quatschen. Hip. Oh, jetzt muss ich wieder das Gleichgewicht halten hier. Oh, das ist aber diesmal ein bisschen einfacher als beim letzten Mal. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Wirf Bitterbeeren über mich. Okay, achso, jetzt müssen wir rechts und links schütteln hier. Oh, da ist eine. Dann nehmen wir die mal schnell, bevor der Fisch die klaut. Hurra, das schmeckt genauso wie Sonntagsgrütze. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, das gibt bestimmt nachher ganz harte Blähungen. Bei dem, was sie jetzt schon alles geschleckt und sich in den Mund gesteckt hat. Ich hole vorsichtshalber gleich drei. Ich hab dich. Bäh. Genau. Gut, den können wir nur noch angucken. Nützt uns, glaube ich, nichts. Das ist der beste Bitterbeerenstrauch der Welt. Ja, du kennst ja auch schon so viele Bitterbeerstrauch-Sträuche. Sträuche, nicht Strauche. So. Achso, wir gehen gleich automatisch rüber. Bittere Beeren haben wir. Und was nun? Bitterstoffe extrahieren. Extra was? Verstehe ich nicht. Das geht durch Erhitzen. Das verstehe ich. Wir brauchen ein Feuer. Ja, mindestens. Wie machen wir das denn jetzt? Da drüben wäre der heiße Honig. Vielleicht kriegen wir den ja irgendwie. Oder es hat mit dem Stöpsel zu tun. Das kann ich mir... Versuchen wir das mal. Ups. Oh. Verdammt. Nicht einatmen, hörst du? Okay. Boah, stinkt wie Latrinendienst jeden Mittwoch. Alles klar. Gut, aber jetzt müssen wir das ja irgendwie entzünden. Ich glaube, das hat mit dem heißen Huhn zu tun, weil der ja am Brennen ist. So, den heißen Honig. Da siehst du, den können wir jetzt greifen, aber ich glaube nicht, dass wir den so transportiert bekommen. Autsch! Ja. Damit könnte ich ein Feuer anzünden. Aber wie, wenn es zu heiß zum Anfassen ist? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Was? Ne, der große Schädel bringt uns nicht weiter. Da geht's nur zurück. Das Moos können wir nehmen. Versuchen wir das einmal. Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Gut, bringt uns auch nichts. Teergrube, Bärenbusch. Irgendwas müssen wir doch hier... Ich frag mich, wie der Fisch aufs Trockene gekommen ist. Und wie er wohl innen aussieht. Oh ja, jetzt können wir hier... Schädel interagieren. Oh, da ist ja noch ein Monster im Monster. Eine richtige Monstroschka ist das. Huch. Das stinkt echt schlimm hier drin. Hallo, kann mir mal jemand helfen? Ja, das war gerade suboptimal, aber wir klettern hier wieder raus. Warum hältst du nicht den Mund auf?
So, warte mal, jetzt können wir hier die Masken nochmal angucken. Hm? Wie kommen die denn auf einmal dahin? Könnt ihr etwa laufen? Bestimmt macht ihr das, wenn ich gerade nicht hinschaue. Nehmen wir doch mal eine Maske. Ah, sieh mal einer an. Da klebt Pech dran. Brennt bestimmt wie eine Fackel. Ui. Wow. Oh, oh. Oha. Was haben wir da getan? Wir nehmen uns noch mal eine Maske. Und wo können wir die... Ah, jetzt können wir da noch mal dran. Damit fackel ich mich noch selber ab. Also mit anderen Worten, will sie nicht machen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir Ende. Wenn es euch wieder gefallen hat, hinterlasst einen Daumen. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren und vergesst nicht, die Glocke zu klicken. Und in der nächsten Folge werden wir schauen, wie wir das Gas entzünden können. Und ich möchte mal schätzen, dass er tatsächlich hier mit dem heißen Honig zu tun. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.